Seit Herbst 2012 spricht ganz Autodeutschland von der siebten Generation des VW Golf. Doch Nummer 6 ist beileibe noch nicht Vergangenheit, ganz im Gegenteil. Mit dem Golf R Cabrio geht nun der stärkste offene Golf aller Zeiten an den Start. Und der basiert noch auf dem 6er. Schon bei der ersten Begegnung wird klar, dieser Golf meint es ernst. Zum Sportfahrwerk inklusive Tieferlegung um 25 mm gesellen sich Stoßfänger in Motorsportoptik, ein Heckspoiler in Wagenfarbe sowie Beacon-Scheinwerfer in schwarzen Gehäusen. Das Gesamtresultat steht auf 18 Zoll Leichtmetallrädern mit 225er Bereifung. Im Innenraum hält sich selbst der stärkste Golf optisch zurück. Eine Mischung aus Chrom und Aluminium sorgt für die sportliche Note. Entscheidend ist vor allem das Triebwerk unter der Haube, welches den R von seinem GTI-Bruder unterscheidet. Im Golf R Cabrio stehen ab 6000 Umdrehungen 265 PS bereit. Die Schaltarbeit übernimmt serienmäßig ein 6-Gang-DSG. Anders als beim geschlossenen Golf besitzt das Cabrio keinen Allradantrieb. Stattdessen wird die Kraft auf die Vorderräder abgegeben. Das Stofferdeck öffnet in fixen 9 Sekunden bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h. Allerdings ist das Cabrio selbst noch schneller. Schon nach 6,4 Sekunden werden 100 km/h erreicht. Zwischen 2500 und 5000 Umdrehungen liegt das maximale Drehmoment von 350 Newtonmeter an. Serienmäßig baut VW die elektronische Differentialsperre XDS ein. Sie hilft beim Kurvenräubern. Doch insbesondere bei starker Beschleunigung kann das Golf R Cabrio seinen Frontantrieb nicht leugnen. Hinzu kommt ein nicht gerade geringes Leergewicht von 1614 Kilogramm. Exakt 43.325 Euro ruft VW für das Golf R Cabrio auf. Immerhin fast 10.000 Euro mehr als für ein GTI Cabrio mit DSG. Als Gegenwert gibt es eine reichhaltige Serienausstattung, zu der beispielsweise beheizte Ledersitze zählen, aber auch eine 2-Zonen-Klimaautomatik.